Leck mich am Arsch, bin ich nervös. Herzlich willkommen zur Survivor Series! Und wir haben eine unglaubliche Card, meine lieben Freunde. Schaut es euch an. Im Opener Triple H gegen Randy Orton in einem Falls Count Anywhere Match. Als zweites trifft endlich Daniel Bryan auf Antonio Cesaro um den Intercontinental Titel. Als drittes haben wir CM Punk gegen John Cena. Wird CM Punk es sein, der John Cena endlich vom Thron stoßen kann? The Rock gegen Andre the Giant. Selbes Spiel. Kann endlich Andre the Giant vom Thron gestoßen werden? Stone Cold gegen Hulk Hogan. Sowieso einfach nur krank in einem Submission-Match. Ja, das muss eigentlich Stone Cold gewinnen. All or Nothing. Wolverine und Bret Hart gegen den Undertaker und Kane. Und im Main Event Eddie Guerrero gegen Shawn Michaels. Einfach nur eine Traumansetzung. Wobei ich mich schon echt frage, warum ist Intercontinental Title eigentlich immer Main Event? Ist der irgendwie mehr wert mittlerweile als der WWE Title? Bloß weil Andre Giant Champ ist oder was? Ich habe ja keine Ahnung. Leute, wir skippen jetzt alles durch, denn ich möchte natürlich mit den Bildern von unserem Main Event das Ganze beenden. Ich werde danach noch eine Menge labern. Am besten macht ihr sowieso jetzt Vollbild, denn dann wisst ihr überhaupt nicht, wann das Match zu Ende ist, weil dann seht ihr das nämlich überhaupt nicht. So, also. Hell in a Cell, Freunde, Triple H gegen Randy Orton. False Count Anywhere und Randy Orton geht mit einem Sieg nach Hause. Triple H reißt irgendwie auch so rein gar nichts in diesem Universe-Modus. Daniel Bryan gegen Antonio Cesaro. Haben wir auch endlich einen neuen Intercontinental Champion? Ich meine, der Intercontinental Title ist noch nie gewechselt bisher. Wir haben einen neuen Intercontinental Champion! Daniel Bryan setzt sich gegen Antonio Cesaro durch. Und wird tatsächlich nach Monaten neuer Intercontinental Champion. Wäre das faszinierend, wenn jetzt auch noch CM Punk Undisputed Champion wird? Ja, leck mich am Arsch. Und was passiert? CM Punk ist neuer WWE Champion. Er besiegt auch John Cenas monatelange Regentschaft. Hier bei der Survivor Series, wir haben jetzt The Best als neuen Undisputed Champion und The Beard als Intercontinental Champion. Holy fucking shit. Wenn sich jetzt Daniel Bryan und CM Punk noch zusammentun und sich die Tag Team Title holen wollen, wäre das die krankeste Scheiße überhaupt. Holy fuck. The Rock gegen Andre the Giant. Es ist der Tag der Titelwechsel. Holt jetzt auch The Rock den Titel von Andre the Giant. Größer wird es nicht mehr gehen. Nein. Das ist too much. Es kann ja auch nicht nur Titelwechsel geben und Andre the Giant ist nun mal Andre the Giant. Den wird so schnell einfach keiner besiegen. Oh, ich bin schon jetzt völlig fertig mit den Nerven. Stone Cold gegen Hulk Hogan. Gewinnt Stone Cold, war zu erwarten. Und während Shawn Michaels im Hintergrund läuft, das Intercontinental Championship Match. Sehen wir auch einen neuen Intercontinental Champion? Nein, Shawn Michaels verteidigt seinen Intercontinental Titel gegen Eddie Guerrero. Wir gucken gleich mal auf die News. Randy Orton hat es zu weit getrieben und sich gegen die WWE Welt gewandt. Ach, der war gar nicht hier. Doch, glaub schon. Daniel Bryan ist neuer Champion. CM Punk ist neuer Champion. Andre the Giant hat verteidigt. Hulk Hogan hat es zu weit getrieben und ist hier getan. Und Shawn Michaels hat verteidigt. Leck mich am Arsch, ey. Das ist schon so ein kranker Pay-Per-View. Und jetzt hat auch noch das entscheidende Tag-Team-Titelmatch. Wolverus und Bret Hart gegen die Brothers of Destruction, Kane und Undertaker. Das kann nur krank werden. Das kann auch nicht gut enden. Heilige Scheiße, Leute. Survivor Series Time. Der Wolf und Bret Hart gegen den Undertaker und Kane. Entschuldige mal, aber krasser geht's halt nicht mehr. Die bisher größte Herausforderung für den Wolf und Bret Hart. Let's do this. Puh. Leck mich am Arsch. Es ist auch noch einer. Denke ich doch gleich auf mich zu. Leck mich am Arsch. Survivor Series, meine lieben Freunde. Alleine das Bild zu sehen, ja. Der Wolf kämpft tatsächlich gegen den Undertaker. Ich meine gegen den Undertaker. Er steht gerade mit dem Undertaker im Ring. Das ist einfach ein Bild der Unmöglichkeit. Wer hätte das vor wenigen Wochen noch für möglich gehalten? Und jetzt geht es ja auch noch um die Tag Team Title. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich bin angespannt wie noch nie. Das ist ohne jeden Zweifel die größte Herausforderung, die der Wolf hier hatte. Und vielleicht auch für den Hitman. Es ist einfach nur überkrass. Die Brothers of Destruction gegen den Wolf und den Hitman bei der Survivor Series. Und schaut euch das an. Der Undertaker legt natürlich sofort los. Brutal in die Ringecke mit einem Sidewalk Slam hinterher. Der Wolf wird hier in zwei brechen, habe ich das Gefühl.
Schaut euch einfach nur diese Monster an, die da auf einem Haufen sind. Der Undertaker und Kane, die werden mit wenigen Moves, werden die den Wolf in Stücke reißen. Aber der Wolf kommt tatsächlich zurück. Kane schnappt sich sofort. Kane, jawoll. Oh, der ist irgendwie überrascht davon. Und zack, kriegt erstmal einen Back-Suplex auf den Apron. Und noch ein Elbow-Drop hinterher. Das ist doch schon mal nicht schlecht, was der gute Wolf da macht. Und jetzt aber wird er von beiden attackiert. Kann er gegen beide bestehen? Ich glaube natürlich nicht. Vorsicht, nicht, dass du hier gleich noch durch das Kommentatorenpult geslammt wirst. Denn dann ist nämlich ganz schnell vorbei mit deiner Karriere. Und nicht, weil du verlierst, sondern weil du einfach tot bist. Alter Verwalter, schau das euch an, wie Kane und der Undertaker hier auf mich stürmen. Ja, und langsam müssen sie natürlich zurück in den Ring. Ich meine, Kane ist clever und schiebt mich jetzt erstmal zurück in den Ring, denn wenn die mich hier so lange draußen töten, bis hier der Countout zählt, ja, dann ist klar, dann kriegen die Brothers of Destruction nämlich nicht den Titel. Der Titel kann ja nur wechseln, wenn wir im Ring gepinnt oder zur Aufgabe gebracht werden. Aber ich denke mal, die Brothers of Destruction werden klug genug sein, um das hier schon zu regeln. Und genauso sieht es nämlich im Moment auch aus. Der Undertaker einfach übelst krass am Drücker. Und der Wolf ist so überrascht, wird so überrollt. Da muss man einfach sagen, ja, komm, schaut euch das mal an. Fast keiner hat so viel Ringerfahrung wie der Undertaker. Deswegen schickt er auch jetzt Bret Hart in den Ring, was natürlich clever ist, denn auch Bret Hart hat sehr viele Jahre Ringerfahrung und nutzt so natürlich die Gelegenheit jetzt hier gegen den Ringfuchs, den Undertaker, hier ein bisschen vorzugehen. Das sieht schon direkt mal ein bisschen besser aus als wieder Wolf. Mal sehen, oh, Test of Strength gegen den Undertaker. Ja, war klar, dass das niemand gewinnen kann außer dem Undertaker. Es ist einfach ein Monster, quasi eine Bestie, die uns hier gerade im Ring gegenüber steht. Dropkick geht ebenfalls daneben. Also selbst bei solchen Aktionen ist der Undertaker voll da, aber wenigstens kann man... Na, schaut euch das an, egal wie schnell die Aktionen kommen. Der Undertaker ist einfach mit seinen Reflexen ultra krass unterwegs. Jetzt hat aber wenigstens nochmal hier der Konter von Bret Hart und mal ein bisschen auf die Beine gehen. Das ist vielleicht die Taktik, die sie brauchen, die den Undertaker schwer machen, es ihm schwerfällig machen. Also die Beine, ja, die müssen schwer werden, damit er einfach nicht mehr so, ja, was heißt in Anführungszeichen schnell, er ist ja nie wirklich schnell unterwegs, aber einfach diese Reflexe nehmen, ja, die Muskeln in den Beinen schwächen, weich machen, das sind so die Pläne, die sie eigentlich verfolgen müssten. Legdrop nochmal auf den Kopf, natürlich auch eine starke Aktion, und da ist natürlich Kane, der das Ganze hier unterbindet. Und der Undertaker erstmal mit dem Knee-Stomp in die Magengrube. Da fällt Bret Hart wie ein nasser Sack um. Und mit dem Russian Leg Sweep natürlich hinterher geht das weiter. Alles auf den Rücken. Na, Bret Hart ist jetzt auch nicht der Allerkräftigste. Und schon wieder kontert er den Enzugiri. Unglaublich. Aber das sind Aktionen, die sie brauchen. Brutale Aktionen auf den alten, in Anführungszeichen schwachen Körper des Undertakers. Auch hier, dieser Suplex vom Apron in den Ring, sind die richtigen Mittel. Das freut auch den Wolf, wie man hier so schön sehen kann. Oh, ich dachte schon, das wird hier vielleicht der Ansatz zum Camel Clutch. Jetzt aber möchte der Taker wechseln. Ja, das macht er auch. Und Bret Hart verhöhnt den in den Ring kommenden Kane. Ja, Kane jetzt zum allerersten Mal im Ring. Also, wir haben es ja mit einem frischen Mann zu tun. Das sieht natürlich gar nicht gut aus. Und wenn er natürlich auch noch hier mit Slams wie dem Belly-to-Belly kommt, dann sieht das nicht gut aus. Auch Kane gewinnt natürlich das Test of Strength. Da brauchen wir uns nicht wundern. Ab in die Ringecke und direkt wieder der Tag zum Taker. No, der ist ja fit wie Twitcher. So wie der hier über das oberste Seil hüpft. Und der Undertaker will jetzt hier... Ach so, der holt einfach mal den Wolf in den Ring. So wie mir das scheint, hat er hier ein persönliches Problem mit dem. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er sich jetzt hier gerade den Wolf gekrallt hat. Okay, einfach mal hier versuchen, den Undertaker Schaden zuzufügen. Für einen Tap-Out reicht es natürlich nicht, das ist klar. Da muss noch sehr viel mehr her. Wieder der Belly-to-Belly-Slam. Meinen Sie immer wieder diese Aktionen? Auch der brutale Leg-Drop vom Undertaker. Alles Aktionen, die du einfach nicht einstecken möchtest. DDT, alleine wie die Matte kracht, oh Mann. Jetzt kommt wieder der Tag zu Kane.
Also man sieht auch, also die Brothers of Destruction arbeiten hier richtig gut zusammen. Ja, Kane bisher natürlich nur kurz im Ring gewesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie genau die richtige Taktik haben. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben sie unter Kontrolle, dann kommt der Taker nämlich wieder rein. Der jetzt erstmal am Anfang... Ah, guck mal, Kane ist wenigstens nicht so schnell wie der Undertaker. Um Schaden zuzufügen und dann irgendwie mal wieder kurz den frischen Mann reinbringen. Und das immer so hin und her, sodass der scheinbar ja doch eher geschwächtere Mann quasi den Schaden eben kriegt. Aber immer einer frisch draußen ist. Das ist eine fantastische Taktik, die die Brothers of Destruction hier im Moment fahren. Double Axe-Handle funktioniert, Gott sei Dank. Und der Figure-4-Leglock! Figure-4-Leglock von Bret Hart! Aber den kann er nicht lang genug halten. Ah, ich dachte, er würde vielleicht sogar direkt weiter auf die Beine gehen. Ich sag's euch, das ist die Taktik, die All or Nothing hier heute brauchen, um zu überleben. Bret Hart muss überleben und Wolf möchte seinen Titel behalten. Ist ja wohl völlig klar. Aber vielleicht wieder mit diesem brutalen Tiltable Backbreaker. Der ist ein verdammt gutes Mittel, um Schaden zuzufügen. Aber leider kontert Kane und schmettert Bret Hart hier auf die Matte. So, der kontert. Vielleicht hier mit der Clothesline. Jawohl, die sitzt, Gott sei Dank. So, Kane kommt nach oben. Dropkicks, sehr gut. Also Kane ist irgendwie etwas schwerfälliger, habe ich das Gefühl. Oh, Abdominal Stretch. Abdominal Stretch. Also Bret Hart versucht es hier mit allen Mitteln irgendwie Kane zu Schaden zuzufügen. Aber man sieht ja selbst, Kane, der nimmt durch solche Aktionen keinen Schaden. Den musst du halt auch halbert umbringen. Aber die Frage ist, wie bringt man The Big Red Machine um? Ah, auch der Versuch hier wieder auf die Beine zu gehen funktioniert nicht. Und das ist der Tiltable Power Slam von Kane. Ach, gut. Also das ist das Einzige, was mir richtig gut gefällt. Bret Hart kommt etwas besser mit den beiden Monstern. Klar habe ich das Gefühl, vor allem was auch die Konter angeht. Jetzt hat Bret Hart hier mit dem Camel Clutch. Ist das Rope Break? Ja, das ist Rope Break. Hoffentlich konnte er ihm wenigstens kurzzeitig Schaden zufügen. Kane konnte das allerdings wieder und wieder in diese gefährlichen Belly-to-Belly-Slams. Legdrop hinterher. Footstorms. Ah, und einfach mal ein Schlag in den Nacken. Oh, wenigstens den Big Boot. Also das hat Kane, Bret Hart hier unter Kontrolle. Und wieder 5 brutale Stomps. Einfach so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt halt nach oben und der Sidewalk Slam. Oh, Legdrop nochmal hinterher. Es fällt Bret Hart aber schon schwer. Man sieht es natürlich. Kane mit dem Scoop Slam. Ach so, und direkt danach noch ein Ja, ein Dropkick. Da setzt er sogar ein Cover an. Oh, und das geht sogar bis 2. Das war jetzt gefährlicher, als ich es vermutet hätte. Und wieder die Submission-Versuche von Bret Hart. Das ist natürlich, es ist eine gute Idee, aber wird es am Ende reichen, ist die große Frage. Ich glaube, Bret Hart sollte sich auch mal langsam darüber Gedanken machen hier. Wieder den Wolf ins Rennen zu schicken. Der sollte ja vielleicht mal wenigstens gegen... Oh, aber auch Kane mit dem Boston Crab hier sehr gefährlich unterwegs. Ja, Wolf, was ist los? Aufbrechen wir mal eine Devise. Oh mein Gott, das sieht alles andere als gut aus. Belly-to-Belly-Slam. Einfach mal das Cover versuchen. Naja, es ist natürlich ein Rope Break. Aber vielleicht mal kurz die Unachtsamkeit genutzt. Und der Tilt-a-Backbreaker. Sehr gut. Ab aufs oberste Seil. Und den Fist Drop. Jawohl, der klappt sogar. Und weiterhin kein Wechsel von Bret Hart. Er meint, er hätte das Ganze noch irgendwie im Griff. Und das glaube ich nämlich so langsam nicht mehr. Der Wolf greift jetzt nochmal ein bisschen von außen ein. Brutaler Headbutt. Sehr schön. Aber Bret Hart ist... Bret Hart. Er ist wenigstens noch schnell auf dem Bein. Und hat das Ganze dann mehr... Oh, klasse DDT. Von Kane. So, jetzt kommt der Wechsel zum Undertaker. Die Frage ist, wer von den beiden ist eigentlich jetzt hier schon etwas angeschlagener? Bret Hart, Kane oder der Undertaker? Auf wen der beiden konzentriert man sich jetzt? Ab in die Seile und den Tiltable Backbreaker raus. Und das ist schon die richtige Taktik. Jetzt hat vielleicht der Camel Clutch. Mal gucken, wie weit wir gegen den Undertaker kommen. Der versucht sich in die Seile zu robben.
Okay, jetzt war er schon nah genug dran. Aber es ist schwierig. Undertaker will sofort wieder wechseln. Wird ihm das hier schon wieder zu viel? Bret Hart mit dem Swinging Neckbreaker. Oh, und da legt er sich, setzt er sich erstmal auf die Knie. Ja. Mal kurz Kane verhöhnen und das ist gut. Das macht er ja soweit ganz gut. Wieder der Figure Four Leglock. Auf die Beine gehen. Los. Wenigstens ein bisschen Schaden zufügen. Ja, aber alles weitere geht raus. Signature jetzt. Ja, okay, Atomic Drop. Und Clothesline. Leg Drop. Super schnelle Aktionen. Und da ist der Tag. Jetzt weiß Bret Hart, jetzt wird's gefährlich. Und der Wolf rennt erstmal in den Turtle Double Power Slam. Oh, wow, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Elbows jetzt. Der Wolf ist doch jetzt eigentlich frisch. Der war jetzt wirklich lange nicht mehr im Match. So, der Wolf jetzt auf die Arme. Einfach mal drauf treten. Und sich dann... Oh, Kane schnappen? Hier im Anaconda Vice? Interessante Idee. Aber es ist ja wohl klar, dass ja, Kane das Ganze da niemals aufgeben wird. Oh, und er wechselt jetzt zum Undertaker. Ist ihm das etwa doch zu riskant geworden? Na, und der Undertaker ist auch nicht mehr ganz so fit. Da konnte er nicht. Oh, und jetzt kommt der Undertaker in den Anaconda Vice. Aber man sieht, Brad Kane ist es, der definitiv das ja, schwächere Glied der beiden im Moment darstellt. Klasse Clothesline vom Undertaker. Und jetzt möchte er finishen. Oh, oh, da ist... Jetzt muss ich mal ganz schnell hier das verhindern, dass der Undertaker hier mich covert. Weil ansonsten ist es hier nämlich ganz schnell wieder vorbei. Da war nämlich der Tombstone Piledriver. Gott sei Dank ist Bret Hart zur Stelle. Also Kane konnte sich nicht lang genug um den Wolf kümmern. Und da ist der Wolflock. Bissig, bissig. Schön auf die Beine. Das hat Bret Hart ihm ja verraten. Und es gefällt mir, wie Wolf diesen Rat verfolgt. Jetzt hat vielleicht der Tiger Suplex. Tiger Suplex. One. Oh, natürlich geht der nicht durch. Undertaker setzt sich da sofort wieder auf. Der ist noch zu frisch. Da muss ein bisschen was passieren hier. Aber solche Aktionen schaden dem Undertaker dann. Und auch natürlich die Gelegenheit, den Undertaker ein bisschen zu verhöhnen, ist nicht verkehrt. Schwächen. In jeder Art von Form. Ja. Seelisch, mental, körperlich. Alles muss man irgendwie machen. Der Wolf jetzt hier mit dem... Nein! Scheiße, nicht aufgepasst. DDT! So. Ja, der Undertaker hier mit dem Versuch der Submission... Musste Bret Hart erstmal unterbinden. Das ist nämlich zu gefährlich. Oh, starker Shoulderblock. Legdrop hinterher. Der Wolf weiß nicht so recht, was er machen soll. Jetzt aber. Rastet er aus. Wo geht er hin? Wo geht denn der andere? Oh, jo. Klasse. Oh, aber der Wolf ist da. Alles nur ein Ablenkungsmanöver vielleicht. Gott sei Dank geht er durch. Und? Spinebuster noch hinterher? Yes! Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Er sagt, da komm her, Undertaker. Nö, dein Comeback hast du vergessen. European Uppercut. Komm schon. Komm schon. Oh, er spuckt Blut. Er ist heiß. Was macht denn der Referee? Screwjob oder was? Nö, 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 nö. Konter, Konter. Tag zu Kane. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Oh, der Dropkick geht daneben. Bret Hart jetzt hier im Ring. Da darf er aber nicht mehr lange bleiben. Sonst wird er hier vom Referee ermahnt. Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo er definitiv aus dem Ring sollte. Das ist er jetzt auch. Und der Wolf nutzt die Chance mit dem German Suplex. Wolf aus Top Rope. Mit dem brutalen Knee Drop. Wunderbar gemacht. Ah, das lässt er sich jetzt nicht nehmen. Oh mein Gott, was müssen die denn jetzt hier zeigen? Oh Gott, das wird so ultra knapp.
Und jawohl, jetzt hat vielleicht wirklich mit den schnellen Aktionen Kane und auch den Undertaker überraschen. Yes! Come on, come on. Das ist schwierig, aber machbar. Wieder der German Suplex. Der Wolf ist jetzt heiß. Oh oh. Chokeslam! Aber Konter vom Wolf! Konter vom Wolf! Das darf nicht wahr sein. Und jetzt hat spuckt er Blut. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Oh mein Gott! Wolfs Last Gift! Oh, Wolfs Last Gift! Komm schon! Wolfs Last Gift! Jawohl! Komm schon! Komm, one! Two! Three! Na was? Das darf nicht wahr sein! Bret Hart hat sich wunderbar um den Undertaker gekümmert und der Kane sieht jetzt, oh fuck, das war so knapp. Mal lieber jetzt den Deadman ins Rennen schicken und der kommt sofort mit dem DDT zurück. Leute, ich stehe hier mittlerweile. Ich sitze nicht mehr, ich stehe. Es ist an Spannung und an Epicness nicht mehr zu überbieten. Wunderbarer Konter von Wolf, aber auch Konter vom Taker. Jetzt muss, komm schon, oh, was, Konter für was denn? Komm schon. Oh, der ist so schnell, komm, 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 komm. Oh, Wahnsinn, der Wolf setzt sich durch, hat mittlerweile mehr Kraft. Ich bin begeistert, aber der Wolf ist unentschlossen, traut sich nicht. Es ist einfach schon zu viel passiert. Jetzt kommt... Ah, Legdrop vom Undertaker. Knee to the face. Fuck you, fuck you, fuck you. Oh, oh, der Hot Tag. Ja, funktioniert. Der Wolf mit dem Hot Tag. Und yes, Bret Hart ist on fire. Bret Hart ist on fire. War jetzt lange nicht mehr im Ring. Das ist vielleicht die Chance. Das ist vielleicht die Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm schon, komm schon. Was ist hier los? Kann er... Ja, komm schon, komm schon. Ich meine natürlich den Piledriver, aber er kommt nicht dazu, den Sharpshooter anzusetzen. Tiltable Breakbreaker. Ist er damit angeschlagen genug? Oder was müssen sie noch zeigen? Jetzt hat er in die Ringecke. Kann er vielleicht nochmal mit dem Wolf taggen? Das ist es vielleicht. Das ist vielleicht die Aktion überhaupt. Komm schon. Jawohl. Jetzt der Wolf, wenn er nochmal einmal die richtige Aktion zeigt. Backstabber. 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 Wolf auf die Seile. Auf die Seile. Double Footstop. Und er geht durch. Double Footstop. Das ist der Sieg. Was macht der Bret Hart? Komm schon. One. Two. Das darf nicht wahr sein. Bret Hart. Bret Hart schmeißt sich auf den Undertaker anstatt auf Kane. Oh Gott sei Dank. Ey, Bret Hart, ich hätte dich umgebracht, wenn du das jetzt verbockt hättest. Oh, zweimal am ultimativen Sieg vorbeigeschrammt. Oh, oh, oh. Nein, der Hot Tag vom Undertaker! Und Kane on fire, der schafft's. Jo, das war's. Kane pennt. Kane pennt. Und das ist vielleicht die Chance, Bret Hart wieder ins Match zu bringen. Jawohl. Bret Hart ist drin. Und schnappt sich den, schnappt sich Kane. Komm schon, komm schon. Okay, jetzt halt erstmal aus dem Ring. Okay, was hat jetzt... Okay, Bret Hart kümmert sich jetzt um einen Undertaker. Und da kommt Kane rein. Aber der Wolf ist auf einmal da. Was nun? Kümmert sich jetzt Bret Hart währenddessen um einen Undertaker? Oder wie sieht das aus? Jetzt möchte... Oh, 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 oh. Tombstone, Tombstone, Tombstone von Kane. Wolf, steh auf! Der Wolf muss das auf jeden Fall unterbinden. Tut er auch sofort. Puh, der hat gesehen. Achtung, da war er. Jetzt hat vielleicht Double Team. Oh, Superkick. Oh, der Enzugiri Superkick. Jetzt muss der Wolf aber raus. Ansonsten wird er hier noch verwarnt. Comeback von Kane. Oh mein Gott, komm schon, Mann. Alter. Einroller, das ist es. Komm schon. One. Da, Taker.
Tiltable Power Slam. Man muss das Ding doch noch gewinnen jetzt. Oh, Swinging Neckbreaker gegen Kane. Und vielleicht die Riesenchance hier auf die Submission. Auf die Submission. Das wäre es. Das wäre es. Come on. Come on. Der Undertaker fällt um. Oh, Scheiße. Oh, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Russian Leg Sweep von Kane. Oh. Thank you once again for joining us at November's longest running sports entertainment event. Oh, Kane jetzt hier mit Zweien beschäftigt. Geht jetzt auf den Wolf. Bret Hart ist aber immer noch ziemlich fertig. Bierhack! 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 Wolf, komm schon! Komm schon, Wolf! Oh, Gott sei Dank. Fuck, ey, das wär's gewesen. So, der Wolf muss wieder raus. Kane ist angeschlagen. Chance nutzen, bitte. Jawohl, jawohl. Backbreaker, Backbreaker. Come on, come on. Wechsel zu Wolf. Okay, jetzt kommt nochmal der Undertaker. Und yes! Neckbreaker funktioniert. Kommen jetzt noch die Elbows. Jawohl, komm schon. One, two, three. Oh, irgendwas müssen sie doch zeigen, damit das hier mal ein Ende findet. Fuck. Oh. Und jetzt hat Cover von Kane. Wow, Wolf kickt einfach bei 1 aus. Und jetzt eskaliert es hier. Jetzt sind alle da. Wolf in die Seile. Clothesline. Was geht mit Wolf auf? Lariato! Aus dem Ring! Da rastet der Wolf auf einmal aus! Holy fuck, was ist denn jetzt hier los? Alter! Lariato aus dem Ring, das ist ja mal das Epischste! Oh, Alter, hat er das gerade da, Wolf! Was ich jemals gesehen habe! Ja, leck mich am Arsch! Oh mein Gott! Oh, und jetzt fällt der Wolf an der Haus und fängt er an zu moschen. Ja, kickt den an. Jawohl, Kane landet in der Ecke. What the fuck ist hier eigentlich los? Oh mein Gott, jetzt hat aber, komm schon, ab in den Ring. Ab in den Ring und das Ding beenden. Das wäre so episch jetzt. Das wäre so episch. Oh mein Gott. Come on. Come on, Taker. I will end this. I will... Ah! Undertaker wirft mich nochmal weg. Cover. Komm, Bret Hart. Oh, Bret Hart in allerletzter Sekunde da. Jetzt rennen sie auch noch gegenseitig. Die Idioten. Die Idioten. Jetzt muss Bret Hart aber nochmal kommen, sich um den Undertaker kümmern. Jawohl. Swing in Neckbreaker. Komm, eine harte Aktion noch. Dann kann der Wolf das hier beenden. Come on. Jetzt wäre Kane auch gerade beschäftigt. Was ist jetzt hier mit meinem... Jawohl, das ist er! Oh, Inverted Hurricanrana! Come on! Nein! Komm schon! Oh. Oh, ich muss kämpfen wie noch nie zuvor. Jawohl, das ist der German Suplex. Oh, komm schon! Komm schon, steh auf, Wolf! Jawohl, komm schon, komm schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Da ist er. Jawohl, der Slam. Und jetzt liegt deiner Taker doch perfekt. Jetzt liegt er doch perfekt. Ah, komm schon, nein. Komm, 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 komm. Zauberfuss, geht durch. Kane ist beschäftigt. Cover. One. Nein, Rope Break. Fuck you, aber jetzt. Jetzt. Jetzt, komm schon, nach der Shooting Star. Komm schon. Shooting Star plus 9 auf die Beine. Auf die Beine. Das darf einfach nicht wahr sein. Jetzt hat er aber schnell, schnell aufbrechen. Oh. Bret Hart muss hier raus. Der Undertaker jetzt hier mit Bret Hart. Alter, mein Herz rast. Boah, der Ole Kick. Der Ole Kick. Endet. Endet. Ankle Lock. Ankle Lock. Einfach noch irgendwie den Undertaker schwächen. Oh, der Undertaker kontert. Aber der Wolf mit dem Swap Package! Das ist es! Komm schon! One! Was? Was geht hier ab? Was geht hier eigentlich gerade ab? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Komm, Kane muss raus. Aber auch Bret Hart muss hier raus.
Konter vom Wolf. Komm schon, schnapp dir jetzt den Undertaker und beende es, verdammte Scheiße. Komm schon. Die Chance ist da. Die Chance ist da. Jetzt nochmal den Undertaker schnappen. Jawohl, jawohl, jawohl. Torture Rack. Torture Rack Slam. Und der Wolf ist heiß. Er möchte dieses Ding hier nach Hause holen. Er möchte das Unmögliche Mögliche machen. Alleine mit was für ein Standing er bekommen würde, wenn er hier die Brothers of Destruction besiegt, Leute. Nochmal dieser Wahnsinns-T-Bone-Suplex. Was hat der Undertaker jetzt vor? Oh. Jetzt muss der Undertaker aufgehalten werden, denn er hatte schon wieder den Versuch, hier den Wolf zu covern. Und Neckbreaker, komm schon, jetzt vielleicht Shooting Surprise. Yeah. Nein, das darf nicht wahr sein, ey. Das darf nicht wahr sein. Und Bret Hart, ich glaube, da will jemand wechseln, aber der Bret Hart verhindert es irgendwie. Tiger Suplex, ohne Cover jetzt allerdings. Ich wusste es, es wird viel brauchen, um die hier zu besiegen. Aber so viel. Damit hat doch kein Mensch gerechnet. Jawohl, fordert den Undertaker immer wieder auf. Jetzt allerdings in die Ringecke. Und er wechselt zu Kane. Und Kane unterbricht jetzt den Angriff von Bret Hart. Was ist denn los? Komm schon. Jawohl! Wolf schlägt einfach den Undertaker jetzt von der Bahn. Jetzt hat vielleicht... Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt hat... Jawohl! Der European Uppercut! Bret Hart, halte irgendwie jetzt, verdammt nochmal, den Undertaker auf. Egal, Double Foot Stomp! Komm schon! Warum covert er nicht? Warum covert er nicht? Was macht der Wolf? Was macht er denn? What the fuck geht jetzt hier ab? Kane verfolgt den Wolf. Schnappt ihn sich zum DDT, verpasst ihm. Bringt ihn zum Bluten. What the fuck? Hallo? Bret Hart? Jetzt eskaliert es da draußen. Was passiert hier? Kane ist zurück im Ring. Und was macht der Wolf? Der haut einfach ab. Nein. Ten. Die Brothers of Destruction gewinnen. Aber die Titel bleiben bei All or Nothing. Hä? Aber es hieß klipp und klar, wenn All or Nothing ein Titelmatch verlieren, ist es aus. Hört ihr das Five-Konzert? Die Leute buhen. Gucken alle in Richtung Wolf. Was ist hier eigentlich los? Bret Hart ist auch völlig verdutzt. Er weiß auch nicht so ganz, was hier gerade geschieht. Der Wolf schnappt sich ein Mikro. Nun, Freunde. Eins ist ja wohl klar. Sollten Bret Hart und ich hier ein Titelmatch verlieren, dann war's das für Bret Hart. Wir haben verloren. Aber wir haben die Titel nicht verloren. Die Regel besagt allerdings, wenn wir ein Titelmatch verlieren, ist Bret Hart raus. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Bye, bye, Bret Hart. Und weißt du, was noch ist? Ich behalte die Tag Team Champions, ihr kleinen Pisser da draußen. I am the Tag Team Champions.
Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.